Guten Morgen! Heute ist der Tag der Tage. Tag 1 auf der Hörkarriere steht an und wir haben schon ein paar Kandidaten hier im Hotel auch getroffen. Und ja, jetzt geht's gleich los. Ich freue mich. Es ist 8.16 Uhr. Zu früh. Nö, das ist eigentlich, also das ist gut. Ich habe aber heute nicht so gut geschlafen, weil... Da war ich schon richtig sauer. Moin. Das war die Klimaanlage. Hallo. Alles gut? Hast du gut geschlafen? Nee. Nee. Ich hatte so eine Kopfschmerzen. Da hatte ich gut geschlafen. Nee. Das muss zum Mund tun. War das nicht klar? Ja. Das muss zum Mund tun. Ja. Na, alles gut, schönes Abend. Schön, dass du da bist. Hast du ein Hotel gemacht? Und ich bin in der Jury, weil ich natürlich sehr viel Einblicke hinter den Kulissen habe. Also ich bin die erste Ansprechpartnerin für die Kandidatin in jedem Belang. Und ich würde behaupten, dass ich die Frauen ganz gut einschätzen kann. Mein Name ist Katharina. Ich darf heute ein Teil der Fachjury sein, in der wir eben schauen, wer von der Top 40 in die Top 20 einzieht. Warum bin ich mit dabei? Ich bin selbstständige Mentaltrainerin und darf deshalb den psychologischen Hintergrund ein bisschen mit beobachten und schauen, was hinter den Frauen steckt, hinter dem, was sie sagen. Und entsprechend dessen werden wir dann zu dritt gemeinsam die Auswahl treffen. Sehr viele coole, auch andere Vorträge, die man sich anhören kann. Oder ihr schaltet auch mal in den Stream rein, weil man kann natürlich da schon zuschauen, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn sich da so viele Leute versammeln. Ganz praktisch ist ja unter euch die neue Miss Germany und was das dann alles heißt und dass ihr euch dessen auch bewusst seid. Und wenn ihr dann doch vielleicht keinen Bock habt nach dem Tag, könnt ihr das auch sagen, ist auch kein Problem. Wenn ihr noch mehr erzählen oder loswerden möchtet, sind ja dann auch alle anderen da, um das einfach nochmal dann zu teilen. Aber dass einfach jeder auch die Chance hat, gleich viel auch zu sprechen. Und seid mir nicht böse, wenn ich da manchmal vielleicht ein bisschen reingrätsche, weil ich muss das irgendwie im Überblick machen. Die Lage ist super, würde ich mal sagen. Also die Kandidaten sind jetzt alle am Start hier. Wir haben gerade schon eine Begrüßung gemacht. Und ja, du schaust ja gleich. Erzähl doch mal. Ja, also ich werde hier gleich die Panel Talks moderieren mit unseren Top 40 Kandidatinnen zu unterschiedlichen Themen und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Okay. Also ja, für dich mit auch, ist ja klar. Oh, danke. Und in den Pausen werde ich dann ein bisschen rumrennen und ja, Leute anquatschen und ein paar Fragen. Im Stream, ne? Muss noch eben sagen. Im Stream, mein Im Stream das. Heute. Hallo, ich bin Mika und ich kümmere mich heute um die ganzen Social Media Stories. Das heißt, ich produziere ganz viel Content hier auf der Hörkarriere und begleite die Frauen natürlich auch mit dem Handy und so. Und parallel ein bisschen Livestreaming. Eigentlich mache ich das nicht. Und dann haben wir hier noch einen anderen Kameramann. Hi, das ist der Thomas. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Danke. Lieber Chat, ihr seid schon gleich wieder. Ja, bis gleich. Bis gleich. Geschafft, Leute, 5 Panel Talks. Ich bin richtig happy. Es war sehr inspirierend. Also ich muss sagen, wir haben echt richtig tolle Kandidatinnen. Also der erste Tag war schon mal. Also du musst natürlich keinen Namen nennen, aber hast du schon eine Favorite? Im Herzen schon, aber nee, sag ich. Aha, okay. So, die Spannung steigt.
Ich habe die Ehre, die erste Person zu verkünden. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Nimm die gerne mal ab. Also, diese Person steht für ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Und sie hat uns mit ihrer Ruhe total begeistert und total abgeholt, weil man merkt einfach, wie sie bei sich selbst angekommen ist. Die erste der Top 20 ist Katrin! Kandidatin, die heute weiterkommt, hat jede Frage aus der Pistole geschossen beantwortet. So präzise, eloquent, dass man wusste, das kommt von innen. Also diese Frau brennt für ihr Thema, ist nicht nur inspirierend, sondern auch in der Art und Weise, wie sie die Menschen abholt, so nah, dass man das Gefühl hat, okay, wow, sie hat den und den Step gegangen, egal was die Umstände waren, und ich möchte das auch tun. Und deshalb ist die zweite Dame, die ich jetzt verkünden darf, Achua. Und man merkt total in ihrer Mission, dass sie für andere Menschen einsteht und etwas bewegen möchte. Und gerade in den heutigen Zeiten ist das super, super wichtig. Und deswegen geht das letzte Ticket für heute ins Halbfinale an Abi! Der Top 40 ist geschafft und wir sind sehr inspiriert und glücklich und motiviert für morgen. Und Elena möchte jetzt auch noch mal was sagen. Ich bin tatsächlich sehr müde. Das ist der Klassiker von Nach Müde kommt doof. Es ist noch nicht so spät, es ist 8:45, aber ich gehe jetzt gleich ins Bett. Aber es war richtig toll heute, oder? Ja, total. War super. Guten Morgen. Tag 2. Finaltag. Wir freuen uns. Na. Hallo. Mach du das mal. 90 Euro parken. Aua. Heute habe ich gut geschlafen. Tag 2 auf der Hackeria. So langsam trudeln schon die Frauen ein und dann starten auch die nächsten wieder unsere Penny Talks. Das ist hier die Regie. Und die Regie hat zum Beispiel einen Atem, ganz viele Knöpfe zum Drücken. Und da drückt man dann drauf, um zwischen den Kameras hin und her zu schalten. Also ich war, glaube ich, am Anfang super aufgeregt. Also im Talk war es halt auch dann entspannter mit der Zeit. Aber ich muss sagen, bis zur Verkündung war ich auch so richtig 180 die ganze Zeit. Aber jetzt bin ich super entspannt. Also ich freue mich auch auf den Tag, mich hinzusetzen, die anderen zuzuhören. Also ich bin super glücklich. Also gestern war ich nicht aufgeregt, heute bin ich es doch ein bisschen. Ja, ich bin aufgeregt, aber ich habe auf jeden Fall Bock und freue mich mega auf den Talk. Gerade geht's noch tatsächlich. Ich bin ja auch erst um 12.30 Uhr dran, aber ich glaube, sobald die Uhr ein bisschen näher rankommt, dann wird es schon echt krass. Aber mehr als Aufregung ist es auch Vorfreude. Ich freue mich auch auf die Mädels und auf den Talk und ich denke, es wird ziemlich interessant.
Am Anfang war ich natürlich ein bisschen aufgeregt, aber die Vorfreude war auch sehr groß. Und als ich dann die ganzen tollen Mädels kennengelernt habe, habe ich gedacht, wow, so eine große Konkurrenz, weil die Mädels haben alle einfach so eine starke Geschichte zu erzählen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, ich habe sehr viel mitgenommen. Und ich höre auch jetzt nach wie vor den Talks zu, weil da unglaublich tolle Frauen dabei sind, die einfach wirklich einen Beitrag leisten können. Und sehr schön. Und das war schön, dass wir der größte Stand waren hier auf der Her Career und alle geguckt haben. Aber den größten Stand müssen wir natürlich auch wieder zurückbauen. Wir sind gerade am Abbauen und stärken uns jetzt nochmal richtig, weil wir dann noch vor der großen Herausforderung stehen, diese Traverse abzubauen. 4 Meter hoch. Es wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Gut, ne? Elena, wie ist dein Resümee für heute? Bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Gute Frage. Also ich finde, ich habe das wirklich top gemacht. Auf jeden Fall. Aber auch alle anderen haben es richtig toll gemacht. Also ich glaube, wir haben das richtig gerade so zusammen gemeistert. Nee, und die Kandidaten waren alle mega happy. Und ich glaube, das ist am Ende das, was drauf ankommt. Deswegen bin ich auch happy. Ja, super toll. Also die Her Career war ein tolles Event. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr inspirierend. Bin sehr viel rumgekommen. Habe sehr viele Interviews geführt. Sehr viele Goodies abgestaubt habe ich tatsächlich auch. Und ja, einfach toll. Ich bin Lena und ich war auch dabei. Lena war die wichtigste Stütze am Stand. Sie hat sich um das ganze Wohlbefinden des Stands gekümmert, dass alles aufgefüllt ist, dass die Fotos alle laufen, dass jeder weiß, wo er hin muss, dass alle im Time waren. Also clap, clap, clap. Die gute Hammer. Seele des Standes. Eigenlob stinkt ja, deswegen habe ich das Kata überlassen. Also ich würde sagen, mein Fazit war, dass ich neue Fähigkeiten irgendwie gelernt habe. Ja. Aber Wobbler tragen kann ich. Wow. Sidechick von Elena sein geht auch und Hoodiebags tragen. Und du bist ultra souverän vor der Kamera.
hat Katha sich selber auch nicht zugetraut. Aber. Hat euch von Niedermann gesagt, du kannst gern öfter vor die Kamera so kommen. So nämlich. Ah. Direkte Twitch-Moderatorin. Außenreporterin. Folgen Sie A9 Richtung Berlin. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Thomas war ein mega Beifahrer. Ja. Lena und Jill auch. Und wir sind durch. Gute Nacht, Laufschild und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Die offizielle Tschüss-Sagung kommt noch. Tschüss.